Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, es ist mal wieder dunkel. Ich kann leider nichts dafür. Im Moment mag Teso die Spieler nicht besonders, weil man immer stundenlange Warteschlangen hat. Das habe ich auch schon in dem Community-Tab geschrieben. Deshalb verzeiht es mir bitte, wenn nicht jeden Tag eine Folge hochgeladen wird oder wie heute beispielsweise, in der Hoffnung, dass ich die Folge ganz aufnehmen kann, wie heute beispielsweise halt viel zu spät hochgeladen wird, nicht zur gewohnten Zeit. Das ist nicht mein Verschulden, sondern einfach nur, weil ich nicht reinkomme zum Aufnehmen. Die einen sagen, es kann daran liegen, dass die Elder Scrolls Online kostenlos über Epic jetzt verteilt worden ist letzte Woche. Wobei ich direkt danach, muss ich sagen, keinen Ansturm gemerkt habe. Ich befürchte eher, dass es daran liegt, wie immer, wenn wir Events haben, brechen ja die Server zusammen. Es hat sich ja auch nicht verbessert, seitdem die Server umgestellt wurden. Genau wie so ziemlich alles andere auch nicht. Und im Endeffekt werden wir es wahrscheinlich nie rausfinden, weil sich letztlich ja auch keiner darum kümmert. Deswegen müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Das nur so als kleine Info zwischendurch. Und wir legen natürlich direkt weiter mit der Story. Großkönig Emmerich, den müssen wir finden. Da das ein König ist, wird er wohl wie immer auf seinem Thron sitzen. War da gerade was zu lesen? Ja. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich denke, hoffe, dass das jetzt nichts mit der Story zu tun hat. Nur ich sammle die Sachen natürlich immer ein. Ah, ihr kommt aus der Abtei der Ausgestoßenen, oder? Haltet euch nicht mit schlechten Nachrichten zurück. Ich erwarte bereits das Schlimmste. Die Traumscherbe wurde vom Mitternachtsbund gestohlen. Wirklich? Ich habe Gerüchte über Chaos in der Abtei gehört, aber ich hatte gehofft, sie könnten nicht wahr sein. Der Mitternachtsbund war bisher wirklich nie ein Problem. Zugegeben, manchmal versuchen sie sich an ein bisschen Schmuggel und Glücksspiel, aber sowas, das ergibt einfach keinen Sinn. Was denkt ihr, was wir tun sollten? Gut, wir müssen direkt an die Quelle. Der Mitternachtsbund tut nichts ohne die Zustimmung des Grafen Hosni Ad-Tura. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dahinter steckt, aber man kann sich nie sicher sein. Hosni hat ein ummauertes Anwesen an der Küste westlich von hier. Wie komme ich hinein? Es ist merkwürdig genug, dass der Mann offenbar genau diese Zeit gewählt hat, um seine Verlobung zu feiern. Und wie der Zufall es so will, habe ich eine Einladung, die ich nicht verwenden werde. Geht an meiner Stelle und sprecht mit Hosni. Findet heraus, was er über die Traumscherbe weiß. Okay. Machen wir. Jetzt ist nur die Frage, wo das jetzt genau ist. Ach, da unten. Ach du Schande. Okay. Ja, da muss ich dann erstmal hinreiten. Vor allen Dingen würde ich sagen, ich mache mal hier mal eine Markierung, dass ich dann erstmal da zu dem Wegschrein reite. Wie kommen wir denn am besten hier raus? Da ist, glaube ich, noch ein Ausgang auf der Seite. Ne? Genau. Nicht perfekt, aber hier kommt man auf jeden Fall raus. Das ist schon mal gut. So, habe ich jetzt hier irgendeinen Weg übersehen? Ach, wir reiten einfach mal querbeet. War vielleicht doch nicht so die beste Idee. Hier ist noch die Quest mit den Draug. Die habe ich noch nicht gemacht. Hilfe! Also ich kann euch schon mal sagen, dass wenn ihr die Quest gemacht habt hier mit den Draug, dass ihr danach keine Sorge mehr haben müsst, dass ihr dann einfach hier durchreiten könnt. Dummerweise ich jetzt leider nicht. Moment, ich habe mir doch irgendwo... Ach, da oben ist das. Okay. So, dann nehmen wir die Markierung mal eben raus, weil die irritiert mich nämlich jetzt hier. So. Und dann können wir auch direkt weiterreiten. Geht nicht weiter, bis ihr mit mir gesprochen habt. Nee, ich habe leider keine Zeit. Ich muss gerade die Hauptquest machen. Es tut mir leid. Nebenquests werden wir auch alle noch machen, aber nicht im ersten Durchlauf sozusagen. Graf Hosni ist anwesend, aber niemand darf ohne eine Einladung zum Fest. Ich habe eine Einladung. Zeigt einmal her. Ah, das ist eine Einladung auf der Platinstufe. Der Graf sagt, ihr könnt kommen und gehen, wie es euch beliebt.
Das ist mehr Spielraum, als er seinen Gästen dieser Tage üblicherweise einräumt. Was meint ihr damit? Ich habe damit nichts weiter gemeint. Es ist nur so, dass der Graf anders ist, seitdem er diese Frau getroffen hat. Aber ich stelle keine Fragen. Und ich rate euch, es genauso zu halten. Wo kann ich Graf Hosni finden? Er ist mit seiner Verlobten, Fürstin Adima, im Herrenhaus. Die heutigen Feierlichkeiten haben schon 4 Todesopfer gefordert. Ihr solltet euch lieber sputen. Oh je, das hört sich nicht gut an. Ein weiterer Fall für Sherlock Gameplayerin. Da müssen wir rum, ne? Nehme ich mal an. Ja. Mein Hundingspalast. War da ein Buch gerade? Nee. Nun, ein unbekanntes Gesicht. Ich bin sicher, dass ich euch nicht eingeladen habe. Was ist euer Begehr? Graf Hosni. Wir kennen uns noch nicht, aber wie ich gehört habe, braucht ihr genau jemanden wie mich an eurer Seite. Ist das so? Wir werden sehen. Ich sage euch was. Ich habe da eine Aufgabe zu erledigen, aber es könnte unschön werden. Kümmert euch für mich darum und ihr kommt rein. Wollen wir mal sehen. Ich schätze, ihr wollt in der Sache des Mitternachtsbundes mitmischen. Ich dagegen muss mich um eine Familiensituation kümmern, die geklärt werden muss. Das könnte hässlich werden. Was soll ich tun? Ich möchte, dass ihr mir den Siegelring meiner Familie holt. Mein Vater weigert sich, ihn mir zu geben. Aus Protest, weil ich mich mit Adima eingelassen habe. Das hätte mein Verlobungsgeschenk sein sollen. Der Ring und alles, was mit ihm einhergeht. Holt ihn für mich und ich gebe euch alles, was ihr wollt. Wo ist euer Vater? Ich habe ihn zur Sicherheit im Gästehaus auf der anderen Seite des Hofes untergebracht. Ich würde ihn ja auf unserer Feierlichkeit willkommen heißen, doch er verachtet uns. Selbst ein guter Sohn kann nicht alles klaglos erdulden. Aber er ist gekommen, das muss man ja dazu sagen. Ich werde ihn nach dem Ring fragen. Sorgt dafür, dass ihr erfolgreich seid. Meine Liebste mag Misserfolge nicht und will, dass ich sie bestrafe. Streng. Das kam mir auch schon von Anfang an so vor, als ob nicht er hier der Böse ist. Das ist eine ungewöhnliche Verlobungsfeier. Meine Verlobte ist eine ungewöhnliche Frau. Sie fordert mich und treibt mich dazu an, mich ständig selbst zu übertreffen. Sie führt mich und gibt mir Kraft. Und ich habe festgestellt, dass ich wie sie Geschmack am Blutvergießen gefunden habe. Es gibt nichts, was ich nicht für sie tun würde. Okay, ich nehme dann den letzten Kommentar zurück. Von wegen Geschmack am Blutvergießen. Das dürfte... Ja, ihr was ist wollt das hier? Mich nicht verärgern. Gästehaus. Fürst. Hat mein Sohn euch geschickt? Oder seid ihr einer von diesen ahnungslosen Gästen, die zum Untergang verdammt sind? Er hat mich wegen des Siegelrings geschickt. Wirklich? Hat er euch auch gesagt, warum er ihn möchte? Das Siegel beweist den Besitz über unser Anwesen. Sobald ihr den Ring habt, können meine Frau und ich beseitigt werden. Also, womit hat er euch gekauft? Hosni hat ein Relikt gestohlen, das man die Traumscherbe nennt. Ich habe vor, es ihm zurückzuholen. Es von ihm zurückzuholen, ich wollte gerade sagen. Dann ist diese Geschichte also wahr. Tja, ich hoffe, ihr habt Erfolg. Allerdings nur, wenn es uns nicht das Leben kostet. Hosni hat mich bisher verschont, weil ich den Ring versteckt habe. Wenn er mich tötet, wird er ihn nie finden. Doch ich fürchte, dass sein nächster Schritt sein wird, meine Frau Sirali zu bedrohen. Woher weiß ich, dass ihr die Wahrheit sagt? Ihr werdet auf euren Instinkt vertrauen müssen. Ich denke, ihr kennt den Unterschied zwischen einem ehrlichen Mann und einem, der verrückt geworden ist. Ihr wollt die Traumscherbe. Ich will wissen, dass meine Frau sicher ist. Vielleicht können wir einander helfen. Was schwebt euch vor? Hosni hat uns getrennt. Er hat Sirali ins Sommerhaus über dem Strand gebracht. Geht dorthin und seht nach, ob sie sicher ist. Und erzählt ihr von der Traumscherbe. Sie und Hosni standen sich recht nahe. Wenn jemand weiß, wo er sein Relikt aufbewahrt, dann sicher Sirali. Wo genau ist das Sommerhaus? Wendet euch vor meiner Tür nach rechts und geht durch das Westtor. Dann folgt ihr einfach dem Weg an der Klippe entlang zum Sommerhaus.
Ja, und dann nochmal, woher weiß ich, dass er die Wahrheit sagt? Ihr werdet auf euren Instinkt vertrauen müssen. Okay, ja, da sagt er dann nur noch das Gleiche. Hier ist nochmal ein Brief. Mein Sohn, ich schreibe euch diese Zeilen für den Fall, dass das Schlimmste eintritt, bevor ihr wieder zu Sinnen kommt. Dann könnte dies für mich die einzige Möglichkeit sein, euch zu sprechen. Diese Frau Adima ist eine Giftschlange, die eure Gedanken verderbt und euer Herz schwarz gemacht hat. Wenn ich die Blutgier in ihren Augen sehe, bezweifle ich sogar, dass sie überhaupt eine Frau ist. Ihr seid stark, mein Sohn, und weise im Wesen der Welt, denn wir haben euch alles gelehrt, was wir wissen. Es muss Hexerei im Spiel sein, wenn jemand wie ihr einer solchen Kreatur verfällt, denn kein normaler Mensch könnte euch so sehr vom Weg der klaren Gedanken und Taten abbringen. Lasst diese Zeilen das Fenster eures Geistes öffnen, auf das ein reiner Wind in euer Herz fährt. Erwacht, Hosni, aus euren blutigen Träumen. Schwört dieser Adima ab und sucht Buße in jedwege Aufgabe, die Schwester Saphir euch erteilen wird. Von ihr erfahrt ihr, was wichtig ist, und ihr solltet zuhören, so schwer dies auch sein mag. Eure Mutter, die euch lieben wird, Sirali. Die euch immer lieben wird. So. Ich dachte gerade, das wäre jetzt vom Vater. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Beweis dafür. Er hat ja gesagt, nach rechts und dann den Klippen entlang. Aber wieso zeigt der mir jetzt links an? Ich reite mal lieber der Markierung hinterher. Es ist natürlich ein guter Beweis dafür, dass er tatsächlich die Wahrheit sagt. Ich meine, ich bin da auch vorher von ausgegangen. Okay. Aber ich hatte recht. Auf der anderen Seite... Wieso hat der denn die Markierung nach hier gemacht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Am besten höre ich nur noch auf die NPCs hier drin. Was wollt ihr? Und nicht mehr auf die Markierung, die das Spiel mir liefert. Weil das ist doch teilweise wirklich sehr verwirrend. Und falsch vor allen Dingen. So, da können wir auch mal eben zu Fuß eigentlich runterlaufen. Die Frage ist jetzt, ja, das dachte ich mir schon. Die haben ja wahrscheinlich schon Leute hingesetzt, die auf die aufpassen sollen und die im Notfall ermorden sollen. Wenn sie nicht schon... Sie lebt noch. Okay, das ist zum Stehlen. Dann machen wir das nicht. Bleibt bloß da draußen, ihr überirdisches Pack. Erinnert ihr euch, was letztes Mal passiert ist, als ihr euch hier reinschleichen wolltet? Ich bin vielleicht alt, aber mein Stilett ist immer noch scharf. Riha hat mich geschickt, euch zu helfen. Den Acht sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, seit Hosni uns getrennt hat. Und jetzt drohen mir auch noch diese überirdischen Träumer dort draußen. Obwohl es gut sein könnte, dass Hosni sie nur geschickt hat, um mich einzuschüchtern. Glaubt ihr, Hosni hat eine Verbindung zu den überirdischen Träumern? Ja, und ich denke, dass diese sogenannte Fürstin Adima schuld daran ist. Ich bin sicher, dass sie der Grund ist, warum er mich und Rihad bedroht. Und ich wette, dass sie ihn angestiftet hat, noch Schlimmeres zu tun. Woher kenne ich diese Stimme? Es gibt Hinweise, dass sie die Traumscherbe aus der Abtei der Ausgestoßenen gestohlen haben. Er war das? Dann hat er damit Hochfeld sein wichtigstes Mittel zur Verteidigung gegen Verminas Kultisten geraubt. Oh, Adima steckt ganz sicher dahinter. Wenn wir es doch nur beweisen könnten. Was würde das helfen? Wenn Hosni die Traumscherbe gestohlen hat, dann tat er das für Adima. Und falls dem so ist, wird er sie euch niemals geben. Und ihr seid doch hier, um die Traumscherbe zu holen, nicht wahr? Wenn ihr mir helft, den Namen Hosnis reinzuwaschen, werde ich euch helfen, sie zu bekommen. Ich brauche Beweise, dass Adima Hosni kontrolliert. Beweise, die belegen, dass ihr dädrischer Einfluss die überirdischen Träumer hierher geführt hat. Ich habe einen Plan. Nach was für Beweisen soll ich suchen? Sie muss auf irgendeine Weise mit den Überirdischen in Kontakt stehen. Wenn ihr zum Beispiel Briefe des Kults an Adima finden könntet, könnte ich diese benutzen, um Hosnis Namen reinzuwaschen, sobald das hier alles vorbei ist. Ich würde vorschlagen, dass ihr ihr Lager am Strand durchsucht. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Folgt dem Pfad hinunter zu ihrem Lager am Dock. Die überirdischen Träumer sind mit dem Boot angekommen. Sucht dort zuerst. Was wisst ihr über Fürstin Adima? Ich kann größtenteils nur raten, aber mein Raten entbehrt nicht jeglicher Grundlage. Ich hatte eine Tante,
die sich einmal kurzzeitig den überirdischen Träumern angeschlossen hatte, also kenne ich ihre ganzen Floskeln. Als Adima auftauchte, hat ihr Gerede über die Erfüllung des eigenen Traums sie für mich sofort verdächtig gemacht. Wie konnte sie Hosnis Zuneigung für sich gewinnen? Durch Alchemie. Sie gab ihm Tränke, die ihn in einen tiefen Schlaf versetzten. Dann suchte sie ihn in seinen Träumen auf und verführte ihn. Das Schlimmste daran ist, dass er mit einer guten Frau verlobt war. Schwester Saphia, einer Geisthüterin. Adima sorgte dafür, dass Hosni sie fallen ließ. Das arme Mädchen. Das ist bedauerlich. Hallo? Ich kann nichts mehr klicken? Ja, und der Server hat mich mal wieder rausgeworfen. Ganz toll. Also, wie gesagt, während des Events aufnehmen ist wirklich schrecklich im Moment. Ich versuche mich nochmal einzuloggen. Falls das funktioniert, geht's direkt weiter. Ja, ich bin wieder drin, finde Beweise. Okay, das hat er anscheinend abgeschlossen. Es hat allerdings eine Weile gedauert, bis ich überhaupt wieder reingekommen bin. Es stand immer, dass keine Verbindung zum Server hergestellt werden konnte. Ja, öfter mal was Neues oder andersrum gesagt, immer wieder das Gleiche bei Teso. Im Moment ist es wirklich schrecklich. Ich liebe dieses Spiel, aber die Verbindung und die ganzen Serverprobleme und alles, die es durchgehend gibt, es ist echt schlimm aktuell. Es ist wirklich, wirklich schlimm. So, sprecht mit der Fürstin. Leute, ich habe gerade keine Zeit, hier rumzuballern. Keine Zeit. Die laufen jetzt da rum, dann halte ich mich mal ein bisschen weiter rechts. Das nehmen wir jetzt mal nicht mit. Wir müssen zur Fürstin, wir müssen ihr Bescheid geben und ich muss das alles erledigen, bevor die Server schon wieder abbrauchen. Ich nehme mal an, dass die in der Zeit einen Neustart gemacht haben, weil das hat wahnsinnig lange gedauert, bis man sich wieder einloggen konnte. Immerhin seid ihr noch am Leben. Konntet ihr Beweise finden, die dabei helfen, Hosni zu entlasten? Ich habe diese Briefe gefunden. Maras Herz, das ist genau das, was wir brauchen. Mit so etwas in unseren Händen können mein Mann und ich von hier fort und uns Hilfe suchen. Ich muss euch noch um einen letzten Gefallen bitten. Ich habe über die Traumscherbe und über das, was ich über den Vermina-Kult weiß, nachgedacht. Hosni schläft dieser Tage sehr viel. Ich glaube, dass Adima das Relikt benutzt, um Hosni durch seine Träume zu kontrollieren. Wisst ihr, wie man ihn befreien kann? Adima gibt meinem Sohn Tränke. Wenn ihr herausfinden könnt, welcher davon ihn in seinen Traumschlaf versetzt und dann selbst etwas davon einnehmt, glaube ich, dass ihr in seine Träume eintauchen könnt, so wie sie es tut. Sprecht mit Destane, Hosnis Baden. Er kennt alle Geheimnisse Hosnis. In Ordnung. Ich werde herausfinden, was der Bade weiß. Es muss einen Weg geben, um zu Hosni durchzudringen. Wo kann ich den Baden... Destane finden? Er spielt oft im Hofgarten. Destane ist eine Made, aber er ist ein enger Vertrauter Hosnis. Er ist schlau und er ist kein Feigling, also seid auf der Hut. Bin ich. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich dem jetzt hier links treffe. Genau, wenn wir da oben hingehen. Sieht mir ganz danach aus. Es wird zwar noch ein bisschen weiter links angezeigt, aber entweder steht er davor oder steht direkt im Palast, denke ich mal. So, der Bade. Warum denke ich da jetzt an The Witcher? Ich weiß auch nicht. Bade, wo bist du da oben? Hallöchen. Wenn ihr wollt, dass ich etwas für euch spiele, müsst ihr warten, bis ihr dran seid. Ich wette, ihr könnt mir etwas über die Schlaftränke von Graf Hosni erzählen. Was? Ich weiß nicht, wovon ihr da redet. Zieht ab! Ein Bade braucht einen Gönner. Wenn ich Graf Hosni vor Adima retten soll, muss ich wissen, was ihr wisst. Ich habe gesehen, wie Hosni an einem Schrein erst zu Vermina gebetet und dann einen Schlaftrunk genommen hat. Also schaut euch den Schrein an. Der Rest liegt an euch.
Das reicht nicht. Ich kann mich kaum entscheiden, ob ich eure Laute zerschlagen oder euch die Finger brechen soll. Erzählt mir mehr. Ich glaube, ihr versucht mich einzuschüchtern. Hier habe ich ein Bardenrätsel für euch. Wenn das, was recht ist, falsch ist, ist dann das, was links ist, rechtens? Und mehr werdet ihr von mir nicht hören. Ja, das hilft mir jetzt überhaupt nicht weiter. Verschafft euch Zugang. Das ist jetzt die Frage. Müssen wir das dann aufbrechen quasi oder einfach nur durchgehen? Wir müssen einfach nur durchgehen, okay. Gut. Der ist wahrscheinlich höher. Nee, der. Die Sachen sind hier hinten. Noch einfacher. Kippt das über die rechte Schulter. Puff. Scheint aber das Richtige gewesen zu sein. Hier liegt noch ein Buch, Der Traum jenseits der Träume. Dürft ihr euch natürlich auch gerne durchlesen, wenn ihr auf Pause drückt. Fürstin Sirali. Ihr seid in den Traum meines Sohnes eingetaucht. Ein unverdorbener Teil von ihm hat mich zu euch geschickt, damit ich euch sage, was zu tun ist. Das ist ja interessant. Träume ich dann auch gerade? Ja, aber es ist Hosnis Traum. Irgendwo in diesem Traum ist das Omen des Blutes, der Dämon aus Modafen, der ihn in den Wahnsinn treibt. Ihr müsst das Omen finden und es erschlagen. Wie kann ich das Omen töten, wenn das alles nur ein Traum ist? Was in Träumen lebt, kann auch in Träumen sterben. Wenn ihr Verminas Omen in Hosnis Träumen tötet, wird es für immer aus unserer Welt verbannt. Und mein Sohn wird frei sein. Dann auf, auf. Freiheit. Schwester Saphir hatte euch nie verdient. Es gab einmal zarte Bande zwischen Saphir und mir. Aber euch kann sie nicht das Wasser reichen. Mhm, so, so. Es gibt da eine andere Frau. Mit ihr könnt ihr es nicht aufnehmen. Es ist vorbei. Oh, Hosni, wie könnt ihr nur so grausam sein? Grausam? Jetzt, da ich euch klar sehe, ist es ein Wunder, dass ich so milde bin. Verschwindet. Ja, mit dem Klarsehen, das ist so eine Sache, ne? Manchmal sieht man nicht ganz klar. Hallo? Ist die jetzt zurückgesetzt worden? Meine Herren, ich habe versagt. Ach, das war schon das Omen. Ach, die ist zurückgesetzt worden, weil die eine gestorben ist, oder was? Aber ich habe doch vorher schon angegriffen. Das verstehe ich jetzt nicht. Meine Verlobte liegt tot vor mir. Doch ich spüre nur Erleichterung. Ihr wurdet von einem von Verminas Omengeistern kontrolliert. Ich habe aus meinem Traum heraus dabei zugesehen, wie ein verzerrtes Abbild von mir blutige Wahnsinnstaten begangen hat. Ich habe so viele getötet. Ich habe meine eigenen Eltern bedroht. Es wird Jahre dauern, all dieses Unrecht wieder gut zu machen. Aber dank euch kann ich zumindest damit anfangen. Und wir haben Schultern in passgenau vom Mantel des Träumers erhalten. Ich muss die Schäden wieder gut machen, die ich angerichtet habe. Als erstes werde ich meinen Wachen befehlen, die überirdischen Träumer von unserer Küste zu vertreiben. Danach werde ich nach meinen Eltern schicken. Braucht ihr Hilfe? Ihr habt Dringenderes zu erledigen. Die Traumscherbe muss zurück zu Abdurak in die Abtei der Ausgestoßenen gebracht werden. Ich spüre, dass Vermina mit Sturmhafen noch nicht fertig ist. Die Geisthüter brauchen die Scherbe, um sich gegen sie zu wehren. Ich kümmere mich darum. Ja, dann gehen wir erstmal raus. Ich dachte, hier ist ein schöneres Bild, aber irgendwie ist es doch nicht so wirklich ein schöneres Bild. Moment, wieso haben wir jetzt hier noch... Bringt die Traumscherbe zurück. Wieso soll ich deswegen denn hier reingehen? Hallo?
Ach so, weil das ein Balkon ist. Okay, gut. Das kann ich nachvollziehen. Dann bleiben wir einen Augenblick hier draußen, weil wir nämlich hier einen kleinen Cut machen. Und ja, so wie ich es verstanden habe, muss ich wieder ins Schloss oder in die Abtei? Nee, ins Schloss, glaube ich, zurück. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall muss ich die Traumscherbe zurückbringen. Also das war die Abtei, meine ich. Entsprechend werden wir uns dann in der nächsten Folge im Abtei wiedersehen. In der Hoffnung, dass die Server da nicht noch einmal abbrauchen. Wobei ich diese Woche nichts versprechen kann, weil, wie gesagt, es ist noch etwas über eine Woche Event und da ist die Hölle los in Sachen Server abschmieren und Servererreichbarkeit in Teso, wie bei jedem Event. Ja, ist leider so. Wenn man dann nicht die Zeit hatte, im Vorfeld noch was aufzunehmen, ist das halt etwas doof. Ich sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.